Ja, eine richtige Wertanlage, so ein Hyundai. Hier steht ja der Kona 1,6 Liter GDI Hybrid Select. Ja, das heißt, er hat einen Mild Hybrid mit eingebaut und man kann damit relativ sparsam fahren. Ja, CO2-Effizienzklasse A+. Ist es ein Mild Hybrid? Nee, es ist ein Vollhybrid. Vollhybrid. Ja, das heißt, der kann bis zu 3 Kilometer rein elektrisch fahren. Der hat einen richtig starken Elektromotor mit über 40 PS drin. Und auch eine andere Kapazität als der Mild-Hybrid. So, ich zeig's mal gerade, der Unterschied. Wir haben ja eben den ganz neuen gezeigt. Mild-Hybrid, da ist so eine kleine Einheit hinten im Heck drin, damit wir das Ganze mal sehen. Die ist sehr kompakt, so ein bisschen wie beim E-Bike, sage ich jetzt mal. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist Mild-Hybrid. Wir wussten das natürlich, dass es ein echter Vollhybrid ist. Das ist ein Mild-Hybrid, das heißt, da ist, glaube ich, der Elektromotor im Getriebe mit drin. Genau, der fungiert als Anlasser und das Aggregat hat maximal 13 kW. So, und das sieht man hier, also da ist die Batterie, die ganze Elektronik in dem Block mit drin. Bei dem drüben ist es jetzt ganz anders. Das heißt, also man hat hier einen Vollhybrid, der aber nicht aufgeladen werden muss. Das heißt, dieses Fahrzeug hier lädt sich über die Rekuperation, über die Bremsenergie automatisch auf. Richtig, also wir brauchen keine Steckdose in der Nähe zu haben, der macht alles autark selbst. Bei jedem Bremsvorgang, bei jedem Gas wegnehmen, lädt er den Akku nach. So, das kennt man ja unter anderem von Toyota, muss man sagen. Die haben das Ganze ja mit erfunden. Und ihr habt das mit dabei. Das Fahrzeug wird jetzt wo gebaut? Der wird in Tschechien gebaut. In Tschechien wird er gebaut. Ja. Ist jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren habt ihr Konas jetzt in der Optik? Oder hat sich da noch mal was getan? Gab es ein kleines Facelift? Es gab jetzt gerade zum Jahreswechsel ein Facelift. Also das ist schon das 2021er Modell mit der geänderten Front. Unter anderem auch mit digitalem Tacho, was wir gleich sehen. Der ist komplett nochmal überarbeitet, ein bisschen aufgehübscht, im Grunde aber immer noch ein Kona. So, der ist relativ voll, wir zeigen das gleich mal. Wichtig ist der Spritverbrauch, also der Chef des Hauses hat ihn mal Probe gefahren übers Wochenende und sagt, man kann ihn unter 5 Liter fahren im Alltag. Hängt natürlich davon ab, außerorts sind hier 4,5 Liter. Wir sprechen über einen Benzinmotor mit 104 Kilowatt, ja, also der hat richtig Dampf. Ist das die Systemleistung, die 104 Kilowatt? Das ist Systemleistung. Der Benziner ist ein 1,6er mit 4 Zylinder noch. Der hat 105 PS und der Elektromotor gibt den Rest dann dazu. Also der hat normal 47 PS und als Systemleistung ergibt es dann komplett 141 PS. So, und 23.990 Euro. Ihr habt jetzt eine Aktion 21,99? 21,99, genau. Wir haben jetzt eine gewisse Menge noch mal eingekauft, wo wir Tageszulassungsoptionen anbieten können. Die werden jetzt auch alle zugelassen und da ist natürlich die Typmenge äußerst begrenzt, aber da hauen wir noch mal 2.000 Euro zusätzlich auf den Hauspreis drauf. Ich zeig's mal gerade, also 1,5 Tonnen wiegt das Fahrzeug, kleine Batterie ist mit drin, das heißt, man schleppt keine Riesenbatterie mit dazu und CO2-Effizienzklasse A+. Spannend ist, das ist jetzt ein richtiges Elektroauto. Ich brauche keine Steckdose, optimal für Leute, die gar nicht laden können, oder? Genau, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, hast keinen Stromanschluss in der Nähe. Also man braucht kein Kabel, das durchs Küchenfenster über den Bürgersteig zu legen, sondern der macht alles von selbst. Und ich kann da wirklich auch mit dem Hybrid schon wirklich Sprit sparen, günstig fahren und auch zukunftsorientiert. Ja, überleg mal, unter 5 Liter, ja. Das Tankvolumen, wie liegt das ungefähr bei dem? Tankvolumen kriegst du ca. knapp 50 Liter rein in den Tank. 50 Liter, das heißt, man kann rund 1000 Kilometer fahren mit einer Tankfüllung. Ist das realistisch? Das ist realistisch, absolut. 1000 Kilometer? Ja. Also ich sag mal, es kommt auf die Umgebung, kommt darauf an, wie du fährst, wo du fährst. Aber im normalen Drittelmix, wie auch nach dem neuen WLTP-Messverfahren gemessen wird, ist es absolut realistisch. Also wenn du es drauf ankommen lässt und wirklich extrem sparsam fährst, das zeigen wir uns gleich mal an. Da gibt es Eco-Modus. Du siehst auch den Spritverbrauch, also permanent, wenn du das möchtest. Ja. Dann könnte man es auf die Spitze treiben und auch über 1000 Kilometer kommen. Das heißt, also du hast Leute, du hast mir erzählt, die wirklich irre weit kommen pro Tankfüllung. Ja, gerade bei Urlaubsfahrten, die kommen nonstop von hier bis Südfrankreich teilweise. Also das ist absolut im Bereich des Möglichen, wenn das Profil passt. Genau. Das heißt also, tolles Fahrzeug. Wir gucken uns das gleich mal an. Es gibt einige Display-Anzeigen mit drin bei dem Hybrid. Nochmal vielleicht für alle Leute, den lade ich dann nicht auf. Das ist also, glaube ich, auch mal was ganz Wichtiges. Die Bremsenergie, die erzeugt wird, die ist eh schon irre viel. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel von 50 auf 0 runter in 20 Meter, hat man ja oft mal vor der Ampel, dann wird hier keine Bremse betätigt, sondern je nachdem, was ich einstelle, du kannst die Pedals so einstellen, dass der
ja, ich sag mal, fast wie ein Go-Kart. Du gehst von der Bremse runter, er bremst. Genau. Du gehst vom Gas runter, er bremst. Richtig. Du kannst natürlich die Fußbremse mitnutzen. Er wird auch immer nochmal diese Rekuperation, wie man das nennt, wird er mit zusätzlich mit einschalten. Aber du kannst auch über diese Pedals am Lenkrad entweder runterschalten im entsprechenden Fahrmodus oder eben auch diese Rekuperationsstärke einstellen. Also du kannst im Prinzip fast mit den Pedals allein bremsen auf der Landstraße oder im normalen Verkehr. Die Farbe gefällt mir gut, ist grau. Das Schöne bei dem Grau ist, dass die Applikationen, die abgesetzten Applikationen auch zur Geltung kommen. Ist beim Schwarzen natürlich ein bisschen gemein. Aber hier siehst du richtig SUV-Charakter, hoher Einstieg mit drin. Wir haben selber jetzt einen Kona gefahren, 3 Jahre lang. Der Spritverbrauch vom normalen Benziner vor 3 Jahren war wesentlich höher, muss ich sagen. Also da reden wir nicht von unter 5 Litern. Es waren schon so realistisch. Und der Mike ist immer schnell gefahren, das weißt du. Von März sich heruntergedüst, waren wir schon so zwischen 6 und 8 Litern. Also je nachdem, wie Vollgas erfährt. Ja, aber vergleich das mal mit vor 10, 15 Jahren, wie da die Verbräuche waren beim bei Vollgas. Fahrzeug. Ja, eben. Also insofern, aber da hat sich durch diese ganze Hybrid-Technologie natürlich noch mal einiges nach unten korrigiert. Klar. Super, mach mal auf hinten. Was uns fasziniert hat, waren die Reaktionen auf der Straße. Also das ist wieder mal ein richtiger Quantensprung für Hyundai gewesen. Also viele neue Autos kommen jetzt raus in einem ähnlichen Design. Das hier war der erste in der ganz neuen Formensprache. Genau, das war das erste wirkliche Lifestyle-Auto für Hyundai. Und man hat dann in den Namen hast du im Prinzip schon den Lifestyle reingepackt. Also Kona lehnt sich an den Küstenabschnitt in Hawaii an, auf Hawaii an, wo auch der Ironman-Wettbewerb ausgetragen wird, eine bekannte Surferküste. Und das soll einfach ein bisschen Lifestyle ausdrücken und das haben sie schon geschafft. Okay, das heißt, alle Surfer dieser Welt fahren Kona. Wenn du mal kurz bitte mal aufmachst. Übrigens für alle, die es nicht verstanden haben, das war ein Scherz. Nicht, dass einer kommt und sagt, nee, stimmt ja gar nicht. Dort habe ich jetzt was drin? Ist das so ein Panzer? Ja, genau. Das ist dein Ersatz für das Ersatzrad. Das ist das Panzer mit Abschlepphaken, mit Bordwerkzeug, mit Kompressorset. Den kannst du übrigens auch zwischendurch mal zum Luftauffüllen verwenden, was beim Ersatzrad nicht geht. Also für alle die immer ein Ersatzrad haben wollen, ihr müsst immer zur Tankstelle, wenn mal das Lämpchen angeht. Ne? Okay, das sind, glaube ich, ein Zig-Kabel dabei, ein Zigarettenanzünderkabel, genau. Kann man reinmachen. Ja. Dann oben drüber ist eine Abdeckung drüber. Richtig. Die kannst du rausnehmen, du kannst dann auch den Boden nach unten setzen. Machen wir gerade. Dann hast du wieder mehr Raum zur Verfügung. Achso, das geht dann leicht hoch hinten, damit man durchladen kann. Genau, damit du eine ebene Fläche hast, wenn du die Sitze rumlegst. Und so hast du noch mal ein bisschen mehr Raum nach oben zum Beladen. Wenn du das mal gerade rausbaust, die Hutablage, sei mal so lieb. Das war einmal kurz zeigen. Das ist nämlich ein ganz tolles Fahrzeug, wenn man mal einen großen Einkauf hat. Das heißt, ich fahre dann doch mal zum Möbelmarkt oder habe mal mehrere Kisten mit dabei. Jetzt ist hier, die Laderaumabdeckung ist jetzt unten. Klapp mal bitte um, dass wir das Ganze mal sehen. Oh ja, okay. Und nochmal auf der rechten Seite. Dann sieht man es zweimal Isofix, übrigens Kinder. Sitzverankerung ist auf den hinteren Sitzen drauf und dann hast du wirklich unglaublich viel Platz. Hier, guck mal rein, durch die Kamera hier. Schau mal, stark, oder? Sieht aus wie ein Kombi, ja. Ist so. Ist auch kein Mogel, weißt du, der dann nochmal so hochgeht. Du hast eine relativ steile Kante, kannst also hochladen. Das ist cool. Mach mal zu, bitte. Ja. Wenn du mal gerade hinten rechts mal die hintere Tür öffnest, dann filme ich mal rein, wie das so von der Seite aussieht. Also das ist so vom Laderaum her schon ordentlich. Ihr habt viel Zubehör dafür in der Liste. Ihr habt so, ich sag mal, Hundepakete. Ja. Da gibt es so Matten, die mit drin sind. Ja. Direkt ab Werk. Nee, also direkt von Hyundai. Direkt von uns, ja. Also du kriegst das vom Hyundai Zubehör und wir haben mittlerweile sogar Hundeboxen original ab Hyundai geliefert. Wenn jemand sowas haben will, da gibt es eine tolle Crash-getestete, auch mit Knauzzone. Also mit einer der sichersten auf dem Markt aktuell. Das kriegst du für jeden Kombi-SUV. Und wir haben das komplette Hundehalterpaket. Also auch mit Schutz für die Sitzbank, wenn er hinten drauf sitzt. Anschnallen, Verzurgurte. Schön. Alles dabei. Ja. 205er Reifen. Also viele Hyundai-Fahrer fahren ja Understatement. 5 Jahre Garantie ist ja ein Statement ohne Kilometerbegrenzung. Ja. Auf die Batterie, wie lange hat man da Garantie? Auf die Batterie hast du 8 Jahre Garantie oder bis 160.000 Kilometer. Ja, ihr habt das Ganze aber schon lange jetzt im Programm. Die Batterien sind ganz unkompliziert, oder? Ja, die sind wartungsfrei. Also wir hatten bis jetzt noch keine tauschen müssen, noch keinen Garantiefall gehabt. Also deswegen kann man auch wirklich eine lange Garantie geben, weil die zuverlässig sind. Ja, mach mal bitte vorne auf den Motorraum, dass wir da mal reinschauen. Und dann sieht man nämlich sehr schön auch die Unterschiede zum
normalen Kona, der drin ist, denn hier ist eine Hochvolt-Technik mit drin. Drüben stand ja 48 Volt, aber hier habe ich jetzt ein richtiges Elektroauto. Hier sieht man auch, er läuft schon, richtig? Ja, das ist das Gebläse. Ich habe die Lüftung schon angeschaltet. Aber da ist, du hast natürlich hier alles, was hier in dem Bereich ist, ist Hybridtechnik. Bei den orangenen Kabeln, da läuft Hochstrom durch, also extra deswegen Signalfarbe gekennzeichnet. Da hast du schon eine andere Technik mit zusätzlich an Bord. Also ein richtiger Hybrid, der mit drin ist. So, das ist die Fahrzeugbatterie, das ist aber nicht die Antriebsbatterie, die liegt wahrscheinlich unten am tiefen Schwerpunkt? Die liegt unter der Sitzbank, ja. Unter der Sitzbank? Ja. Okay. Komplett unter der Sitzbank, ja. Prima. Ist die zu sehen, wenn man das so ein bisschen hochklappt? Sieht man da irgendwas? Nee, sie ist gar nichts. Komplett verschlossen, also da kommt es ja nicht ran. So, bist du irgendwie beeinträchtigt mit der Fußfreiheit? Nee. Auch nicht? Nee, gar nicht. Also hinten hast du genau das Gleiche wie bei dem anderen? Genau, das ist alles identisch. Also du hast keine Einschränkungen durch den Hybrid. Spaß wirklich nur Geld. Und die rein elektrische Reichweite, was könnte das für eine Anwendung sein, rein elektrisch als Beispiel? Rein elektrisch, also ich meine, das Auto entscheidet selbst, wann er den Motor abschaltet und wann nicht. Und ich sag mal, ist angegeben mit 3 Kilometern maximal. Das ist zum Beispiel im Stadtverkehr. Wenn du durch die 30er-Zone fährst, wenn du mit dem Verkehr... Automatisch, merkst du gar nicht. Genau. Das heißt, wenn du also ganz sanft zum Beispiel fährst, er entscheidet das selber. Genau. Genau, mach nochmal zu, bitte. Und wenn ihr euch immer fragt... warum ich immer so Anweisungen gebe, ich habe beide Hände voll. Ich kann es selber nicht machen, ja, sonst würde ich es ja machen. So, Thomas, wir müssen ein bisschen Werbung machen. German Television, gestern 100.000 Abonnenten bekommen. Wenn euch diese Videos gefallen und liebe Fernsehzuschauer, geht auf YouTube, auf German Television, da könnt ihr noch viel mehr Thomas Jakobs Videos sehen, ja. Abonniert den Kanal, also ganz wichtig, da ist so ein Abo-Ding. Und wenn du das mal bitte noch einmal kurz in die Kamera sagst und den Leuten sagst, abonniert doch mal German Television. Abonniert German Television, ihr seht Junde, ihr hört den Sven zumindest und es gibt immer interessante Beiträge von German Television. Das hast du sehr, sehr euphorisch gesagt. Ja, aber trotzdem abonniert den Kanal. So, komm, wir gehen mal rein. Ja. Das ist nämlich ein offiziell für den deutschen Markt zugelassenes Fahrzeug. Ihr seid ja autorisierter Hyundai-Vertragspartner. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Mach mal die Türen mal zu, dann wird es auch schön leise. So, Thomas, mach mal bitte den Fensterheber hoch. Krass. Jetzt ist Ruhe, oder? Ruhe, absolut. Ja, du merkst schon die Qualität, wie die auch gedämmt sind mittlerweile. Gegen Straßenlärm, Motorgeräusche, also das ist alles minimiert. Ja. So, das heißt, wir reden jetzt über 21.990 Euro für einen echten Hybrid. Ja. Das kann sich sehen lassen. Das ist ein Hammerpreis. Also ganz ehrlich, für ein SUV mit gehobener Ausstattung, das ist ja nicht, die Select ist ja nicht die billigste, oder? Nee, das ist die zweite. Du kriegst noch mehr für das Geld. Also der hat sogar das analoge Tacho noch drin. Das war das, was das erste, das wir auch jetzt beim Vor-Facelift standardmäßig hatten. Und wenn du jetzt noch höher gehst im Ausstattungspaket, dann kriegst du auch noch zum Beispiel die digitalen Anzeigen und alles mit rein. Jetzt ist das hier ein bisschen anders. Das heißt, das Display hat kein Drehzahlmesser mit drin, den brauchen wir auch nicht mehr. Nee. Du siehst also, wir haben es eben schon angesprochen, damit du sparsam fährst, siehst du, wann du lädst, wann du dich im perfekten Bereich befindest und wann du viel Sprit verbrauchst. Also du siehst hier den Zeiger. Das ist im Prinzip auch wieder so eine analoge Anzeige. Wenn der auf Charge geht, bist du im Ladebereich. Das ist, wenn du so Gas wegnimmst. Runter, genau. Wenn er gerade den Akku nachlegt oder, wie man so schön sagt, rekuperiert. Im Eco-Bereich kannst du schon ausgehen, du bist sparsam unterwegs. Und wenn du dann beschleunigen musst, geht er in den Power-Bereich. Das sollte man sich natürlich nicht dauerhaft bewegen, sonst geht der Spareffekt verloren. Wir machen ja viele Angebote von anderen Händlern. Da geht es immer um eine Hammer-Leasing-Rate mit garantierter Rückgabe. Eure Kunden ticken ganz anders. Die geben die Autos ungern zurück, was euch natürlich, ich sag mal, bei 5 Jahren Garantie ohne Kilometer, kann man hier auch verlängern auf 8 Jahre mit ohne Kilometer? Ja, du kannst die Werksgarantie, bevor die 5 Jahre rum sind oder gleich schon beim Kauf, kannst du die mit abschließen und das geht bis zu 8 Jahre ohne Kilometerlimit. Okay. Genau. Da ist ohne Kilometerlimit. Das heißt, wenn du die Wartungsintervalle einhältst, dann läuft das. Das ist ja schon ein Statement. Wenn du so guckst, ich sag mal, die deutschen Fahrzeuge serienmäßig ganz oft mit 2 Jahren Garantie. Da wird der Anschlussgarantie dann oft noch mitverkauft, aber hier spricht man direkt ohne Kilometerbegrenzung 5 Jahre. Genau. Das haben wir jetzt mittlerweile, ich glaube, seit 2012 bei Hyundai und da werden wir auch nicht mehr von abweichen. Also wenn du Hyundai hörst, weißt du hast 5 Jahre Garantie. Das ist mittlerweile Fakt. Jetzt kommt es noch viel besser. Also
21.990 Euro, Hybrid ist mit drin. Aber wer sich ein bisschen auskennt, Hybrids kommen immer mit einer Automatik. So, und das heißt, ich muss nicht mehr schalten. Allein das kostet beim Wettbewerb mit so einer Automatik Doppelkupplungsgetriebe hier drin? Hier haben wir eine richtige Automatik mit drin. Okay. Sechsgang, ja. Eine Wandlerautomatik ist mit drin. Das heißt, eine Wandlerautomatik mit drin. Kann ich hier noch was ziehen? Hat der ein kleines wenig Anhängelast? Weil es gibt viele Elektroautos, die dürfen gar nichts mehr ziehen oder ganz wenig nur noch. Ja, du darfst hier ein bisschen ziehen. Ich müsste jetzt lügen. Ich schreibe es in die. Genau. Ich glaube, gebremst sind 750 Kilo. Aber du darfst auf jeden Fall was ziehen. Also für einen Grünschnitt wegzufahren, das geht auf jeden Fall. Der Nachläufer, der beliebte hier im Saarland. So. Ihr habt Kunden in ganz Europa, muss man sagen, die also aufs Autohaus Schumann zukommen. Ja. Auch aufgrund der Videos, muss man sagen, Leute sehen das. Und was gibt es denn Grund, gerade jetzt nach Saarbrücken zu fahren? Ich meine, ihr liebt die Marke, ihr habt nur Hyundai, muss man sagen. Ihr habt, glaube ich, noch Isuzu habt ihr noch als Nutzfahrzeuge noch mit dabei. Als Weltmarke auch noch, genau. Wenn du ein Auto brauchst zum 3,5 Tonnen ziehen, da ist dieser Pickup von Isuzu natürlich auch ein tolles Auto. Wir haben quasi. Ja, genau, das ist unser quasi LKW für auf die Straße. Was cool ist, ihr kriegt demnächst einen neuen Bus, also sowas wie ein VW T7, der kommen wird. Ich habe schon die Bilder gesehen, bin rückwärts umgefallen. Das ist nicht nur ein Statement, sondern da können sich alle Wettbewerber mal warm anziehen. Ihr habt innen drin, wie in der First Class, im Flugzeug sieht es aus, wenn man das möchte. Ja. Du kriegst ihn auch als Nutzfahrzeug, aber ihr habt so viel vor im Moment, das ist der Hammer. Und der soll ja auch als Hybrid kommen. Einiges geplant. Ja. Also der kommt zunächst wohl als Diesel raus, dass er eben auch eine ordentliche Performance hat. Aber da kommen noch einige alternative Antriebe, ja. Okay, das heißt, Lenkrad ist Höhen und Längs? Ja. Wie immer? Wie immer. Mit Lenkradheizung? Mit Lenkradheizung. Auch in dieser Ausstattung schon drin. Hat der Abstandstempomat? Der hat keinen Abstandstempomat. Den kriegst du aber gegen Aufpreis. So, das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt hinter einem LKW fahren möchte mal wirklich die 1200 Kilometer Reichweite rauskitzeln im Windschatten, dann kann ich das so einstellen, dass ich den zuständigen Abstand halte und der folgt dem und bremst automatisch, wenn ich das will. Genau. Allerdings, um den Windschatten nutzen zu können, effizient, müsste man so 3 Meter dahinter fahren. Genau. Also, ich sag mal, Windschatten-Rallye wirst du nicht damit gewinnen, aber klar, der hält einen Abstand zum Vordermann ein. Wenn der bremst, bremst du mit. Boah, bist du ehrlich. Das freut mich. Ja. So, dann USB ist natürlich mit drin, 12 Volt. Das Ganze ist mit drin, Lenkradheizung, Sitzheizung ist mit drin. Hier hast du die Lenkradheizung, der hat einen Hillholder, also der, ich sag mal, bremst automatisch am Berg, dass ich nicht zurückrolle. Stimmt das? Ja, das stimmt. Du kannst die Bremse gehen lassen, kannst ganz gemütlich aufs Gas geben und der rollt nicht zurück. Ja. So, Armauflage ist mit drin, ganz wichtig, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, klar, auf der Tür, in der Mittelkonsole, auch da nochmal mit Ablagefach unten drunter. So, das Auto, das ist, ich sag mal, mit quasi 0 Kilometer eine Tageszulassung. Ihr kriegt ja nochmal eine Prämie vom Hersteller, muss man sagen. Dann gehen andere Preise. 21.990 Euro. Mehrwertsteuer ist ausweisbar für Gewerbe? Klar, die ist ausweisbar, das ist kein Problem. Okay, das heißt? Du hast eben auch das mit dem Leasing mit Rücknahmegarantie erwähnt. Das kann man natürlich auch bei uns machen, wenn man das möchte. Aber man kann auch lange fahren. Wie gesagt, risikofrei mit der langen Garantie. Also ich kann auch hier zur Sparkasse Saarbrücken gehen oder zur Bank 1 Saar, holen mir eine super günstige Finanzierung. Das könnt ihr aber auch anbieten, aber ich bin vollkommen frei. Kaufen viele Cash bei euch per Überweisung? Der Anteil wird weniger mit der Zeit, aber gibt es auch noch, klar. Das heißt, du kannst so ein Auto wirklich rechnen, aber cool ist, du fährst so ein Auto 3, 4, 5 Jahre, machst die Anschlussgarantie dabei, der neue Besitzer hat noch 3 Jahre Werksgarantie nach 5 Jahren. Das ist ein super Argument. Das ist ja selbst, wenn du das Auto selbst nur 4 oder 5 Jahre fährst, ist das ja wieder ein Verkaufsargument, wenn du es privat verkaufen möchtest. Ne? Du kannst ein privates Auto kaufen von Privatmann mit noch 3 oder 4 Jahren Werksgarantie. Genau, wenn du mal kurz hinten auf Hybrid mal klickst, was dann kommt. Da ist wahrscheinlich so ein Menü, dass du das siehst. Ach, Energiefluss, also wenn er rekuperiert. Da siehst du genau, ob gerade der Motor vorne, der Verbrenner, den Akku lädt oder ob der die Kraft auf die Räder gibt oder es vom Akku selbst kommt. Also du siehst ganz genau, wo welche Kraft gerade fließt. Mhm. Ja. Und da vorne sind die Pedals. Da kannst du die Rekuperation einstellen, das heißt, wie stark er bremst und rekuperiert in die Batterie. Genau. Diese Pedals, oder? Genau, du ziehst hier, wenn du sagst, ich möchte einfach den ausrollen lassen, kannst du hier die Bremskraft verringern oder wenn er mehr abbremsen soll und Akku mehr nachladen soll, kannst du hier die
Bremskraft erhöhen und somit auch die Reichweite erhöhen wieder. Sehr schön. Prima. So, komm, wir gehen raus. Angebot zeigen wir nochmal. 21.990 Euro Farben. Was habt ihr für Farben noch da? Verschiedene Metallic-Töne. Also das Grau hier, das neue, das ist zum Beispiel nochmal eine aktuelle Trendfarbe. Aber ihr habt einige da? Wir haben noch ein paar da. Ja, ich glaube, da sind noch dunklere Grautöne dabei. Schwarz ja nicht, alles teures. Nimmt jetzt natürlich stark ab bei dem Preis. Wir haben auch noch welche, wie gesagt, nachbestellt, die kommen jetzt und die werden relativ schnell vergriffen sein. Also das ist ein Hammer. Also wer sich auskennt, Hybrid mit Automatik, mit der Ausstattung 21,99 neu quasi, der hier hatte zum Beispiel 64 Kilometer drauf. Nee, der hat überhaupt nichts. 11 Kilometer da drauf. Der hat 11 Kilometer, das ist oben genau, ist die Reichweite. Genau, die Reichweite von der... Bisschen Benzin. Und du sagst, wenn ich sparsam fahre, komme ich mit einer Tankfüllung so 1000 Kilometer und mehr. Ja, kannst du hinkriegen. Kannst du hinkriegen. Theoretisch ja, es kommt auf den Fahrstil an. Okay. Aber das heißt, wenn ich aber jetzt auf der Autobahn Vollgas nach Köln fahre, dann wird er wahrscheinlich auch mehr verbrauchen, oder? Dann verbraucht er mehr, wie jedes andere Auto auch. Okay. Super, also hier keine Märchen erzählen. Nee. Wir sagen schon die Wahrheit. Ich kann auch manuell schalten, also wenn ich jetzt runterfahre. Aber du sagst aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Berg runterfahre, du musst nicht mehr zurückschalten, er rekuperiert ja. Du nimmst einfach Fuß vom Gas, das geht, richtig, gell? Richtig, du brauchst gar nicht zurückschalten. Du erhöhst einfach die Bremswirkung, die Bremsenergie. Und dann nutzt du natürlich diesen Bremseffekt dann auch positiv für die Reichweite zu erhöhen. Sehr schön. Das lernt man übrigens. Also ich habe gehört, dass Leute mit in Verbindung mit diesem Display, was denn mit drin ist, sehr, sehr sparsam fahren. Das ist schon fast Pflicht bei so einem Auto, muss man aber nicht, denn das Auto macht alles automatisch. Muss ich irgendwas wissen über Elektro? Nee, ich steige ein, fährt sich wie ein normales Auto. Genau so ist es. Du brauchst dich gar nicht umzugewöhnen. Der fährt sich wie ein ganz normales Automatikfahrzeug und alles andere, was jetzt den Spareffekt bringt, regelt er selbst. So, also UVP sind 26.900 Euro jetzt. Als Tageszulassung 21.990 Euro mit diesen Ausstattungen, die drin sind. Großes Farbdisplay mit drin, Berganfahrassistent, Bremsassistent, elektrische Parkbremse. Also wirklich viele Extras drin und ein Spurfolgeassistent. Das ist, dass der automatisch auf der Spur mit drauf bleibt. Jetzt für 21.990 Euro. Das Coole allerdings hier, CO2-Effizienzklasse A+, also ein echter Hybrid. Der Kona 1,6 Liter GDI Hybrid 6-Gang mit, ich muss dich korrigieren, hier steht Doppelkupplungsgetriebe. Okay, hast du recht, ich war wieder beim anderen Modell. Das ist nicht so schlimm. Also das heißt, er hat Beschleunigung ohne Schaltunterbrechung. Das ist also auch nochmal wichtig. Ja. Aber es gibt andere Modelle, muss man sagen, die haben denn tatsächlich noch eine Wandlerautomatik drin. Der neue Tucson hat wieder eine Automatik bekommen. Den hatte ich eben im Hinterkopf gehabt. Genau. Ja, so. Das bedeutet aber auch hier, ich habe keinen Schlupf von der Automatik. Nee. Ich habe zwei Doppelkupplungsgetriebe und ich fahre und das macht Höllenspaß. Der wechselt die Gänge hin und her die ganze Zeit und man merkt es gar nicht. Richtig, du hörst den auch nicht schalten. Also das geht komplett ohne Ruckeln, ohne alles wie Butter. Thomas. Vielen Dank, auch wenn das Wandlergetriebe, ich habe es nochmal ganz kurz gesehen. Nee, die Leute schreiben dann direkt runter. Und abonniert den Kanal German Television auf YouTube. Daumen hoch und wenn euch der Thomas Jakobs gefallen hat, du bist einer von wie vielen Leuten im Verkauf? Wir sind zu fünft aktuell, ja. Zu fünft. Ja, habt einiges zu tun. Ihr seid wo in Saarbrücken? Wir sind in der Gerhardstraße 9 in Saarbrücken-Burbach. 66115, wenn ihr mit dem Navi kommt, gebt das ein. Es gibt drei Gerhardstraßen in Saarbrücken und dann kommt ihr auch sicher zu uns. Ja, vielen Dank, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.